Welche Einsatzmöglichkeiten bieten sich an? Die Methode Meinungslinie ist für die Ermittlung von Voreinstellungen und Vorwissen, aber auch für die schnelle Visualisierung von Meinungsbildungsprozessen in Schlussphasen des Unterrichts geeignet. Die Meinungen der Schülerinnen und Schüler werden durch eine Positionierung sichtbar gemacht. Dabei kommen nur solche Fragen in Betracht, bei denen es zwei klare Pole gibt. Jede Fragestellung mit zwei deutlich gegensätzlichen Polen ist geeignet. Wie erfolgt die Umsetzung des pädagogischen Konzepts? Die Lernenden wählen ihre Position selbst und drücken so die Zustimmung oder Ablehnung bzw. ihre Haltung zur Themenstellung aus. Diese Positionen werden für alle sichtbar gemacht, so ergeben sich klare Positionen und Aufteilungen, auf die im weiteren Unterrichtsverlauf zurückgegriffen werden kann.